Nahe dem Laacher See, in der Verbandsgemeinde Mendig, liegt Bell. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war diese Gemeinde neben Königswinter ein Zentrum des rheinischen Backofenbaus. Die charakteristischen Gesteinsvorkommen der Vulkaneifel führten hier zur Entwicklung eines besonderen Gewerbes, des Backofenbauerhandwerks. Hauptsächlich wurden Basalt und Tuffstein im Haus- und Straßenbau verwendet. Das Material gewannen die Ofenbauer in den Steinbrüchen bei Bell, in den sogenannten Laien. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts betrieb man vereinzelt den Abbau unter Tage, danach nur noch im Tagebau. Für die Filmdokumentation wurde eine der Beller Laien, nachdem sie 20 Jahre nicht mehr zur Steingewinnung genutzt worden war, von der Gemeinde freigeschlagen. Der Leucit-Tuff, auch Beller Backofenstein genannt, hat sich aus den Ablagerungen mit Wasser verfestigter Vulkanasche gebildet. Er steht in kesselartigen Brüchen in 20 bis 30 Meter tiefen Wänden an. Das relativ gut zu bearbeitende poröse Gestein von gelblich-grauer Farbe besitzt die besondere Eigenart, Hitze schnell zu speichern und langsam wieder abzugeben, ohne sich dabei auszudehnen oder zu reißen. Dadurch eignet es sich besonders für die Verwendung im Ofenbau. So, dann erst mal. Warte, ich denke mal an. Weißt du, die Lapp? Aha, die Lapp ist so. Gleich in der Uhr. Gut. So. Die Ofenbauer trugen das Tuffgestein säulenartig von oben nach unten ab. Bevor sie damit beginnen können, einen Block zu lösen, müssen sie seine Größe festlegen. Hierbei richteten sie sich nach den Maßen der Herd- und Gewölbesteine des Ofens, die sie aufgrund jahrelanger Erfahrung im Kopf haben und mit dem Zollstock und einer Latte auf den Stein übertragen. Oh, der muss dran gehen. Das ist jetzt also. Sache. Spurzen ist ein bisschen. Komm mal auf. Also, ja. 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 Gib mir jetzt gerade die Spitze, da kann ich gleich anfangen. Um die seitliche Begrenzung des Blocks endgültig zu bestimmen, schlägt einer der Ofenbauer mit dem Zweispitz eine Rille, die Kim. An der Unterseite der nicht gekimmten, freistehenden Blockseite schlägt der zweite Ofenbauer eine flache Kehle. Von dieser Furche aus lösen die Ofenbauer später den Stein. Um 1900 gab es in Bell noch 20 Backofenbaubetriebe. Bedingt durch die Entwicklung neuer Ofentypen setzte in den 30er Jahren der Niedergang des Gewerbes ein. Insbesondere Stahlöfen eigneten sich für die Verwendung neuer Brennstoffe wie Kohle, Öl und elektrische Energie. Sie hatten zur Zeit der Filmaufnahmen die herkömmlichen Natursteinöfen endgültig verdrängt. Ja, die genug haben wir. Da haben wir, weil es die Keile. Ja, aber für uns eine Meter. Sollten wir dann hin, aber ein Kamm? Kamm her. Was? Wollen wir ein bisschen runter nachher. Ja. Jetzt dabei. Um den Tuffsteinblock später von dem darunterliegenden Gestein zu lösen, schlagen die Ofenbauer entlang der unteren Begrenzungsrille des Steins Löcher im Abstand von 5 bis 10 cm. Ja, das ist schwierig. Jetzt müssen wir aufpassen, hey. So, bist du fertig, hey? Ja, ich bin fertig. Ja. Jetzt ist die Keilzelle. Gut. Jetzt ist die Keil und der Wettkopf. Ja. Ich mache dann hier unten noch ein bisschen Kopf. Da sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Stück, ne? Zum Schlagen der Keillöcher und für das Ankimmen des Blocks benutzen sie die Spitz. Eine Hacke mit zwei vierkantigen, lang ausgezogenen und spitz zulaufenden Enden. Die Tiefe der 6 bis 7 cm breiten Kimm richtet sich nach der späteren Verwendung des Tuffsteinblocks für den Ofenbau. Bei Herdplatten muss eine Tiefe von 14 cm, bei Gewölbesteinen eine Tiefe von 30 cm erreicht werden.
Um den Block horizontal vom Gestein abtrennen zu können, muss der Ofenbauer auch die dritte Seite des Tuffsteinblocks freischlagen. Ah, hey, Säme. Du bist gerade richtig, sei mir ehrlich. Gut. Also, fahr doch mal. Freut dich. So, da setzen wir mal an. So, da gucken wir mal. Einmal auf die Luftbesuche. Der Backofenbauer löst den Stein im sogenannten Keilverfahren. Mit leichten Schlägen setzt er Eisenkeile mit dem Wetzkopf in den dafür vorgesehenen Löchern an. Diese etwa 20 cm langen, spitz zulaufenden Keile fertigten, ebenso wie das übrige Werkzeug, die Schmiede aus der Umgebung an. Machen wir noch frei. Da können wir leicht den nächsten rausgehen. Damit der Stein in verhältnismäßig glatter Fläche bis zur hinteren Kimm vom Lager abreißt, müssen die Keile vorsichtig eingetrieben werden. Ja, man weiß das herweisen, ne? Ja, ja, das ist schön gewiss. Muss ich ganz zwei Dinge sein. Echt, ne? Wenn man Glück gehabt, ne? Warum nicht? Ah! Erst wenn die Backofenbauer den Block mit dem Hebeisen aus seinem Lager herausgestemmt haben, können sie sich von dem gelungenen Abriss überzeugen. Oh, komm, wir rein. Aber wie man wollte, ne? Ganz klar. So, ganz klasse. Der Klang des Gesteins verrät, ob Sprünge, sogenannte Stiche, im Block verborgen sind. Erst jetzt entscheidet sich, ob die Ofenbauer den Stein im Ganzen oder nur stückweise verarbeiten können. Die möglichen Risse im Material lassen für die Steingewinnung nur die frostfreie Jahreszeit oder, wie die Ofenbauer sagen, offenes Wetter zu. Mit Eis gefüllte Sprünge lassen sich nicht am Klang des Materials ausfindig machen. Die bearbeiteten Steine würden nach dem Auftauen auseinanderbrechen. Sobald die Backofenbauer den Block mit der Eisenstange angehoben und ihn durch Unterlegen eines Steins erhöht abgestützt haben, können sie die Keile endgültig entfernen. Anders als es hier zu sehen ist, wurde die Gewinnung kleinerer Gesteinsblöcke üblicherweise von einem Handwerker allein ausgeführt. Na, Günther, bestes hier hin, da gucken wir mal, ob wir noch mal geilen. Ja, na, immer ist die Keile. Mit Hilfe zweier hölzerner Rollen können die Backofenbauer den ca. 70 Kilogramm wiegenden Tuffsteinblock leichter in den Steinbruch abwerfen, wie die Backofenbauer sagen. Jetzt muss man geilen. So, wollen wir mal sehen. Hau, up! Ah! Gut! Ihr habt gesagt, wir werden das... Ah! Schwein schon schlacht! Je langsamer der Block über die schräg nach unten abfallende Seite des Sockels rutscht, desto geringer ist die Gefahr, dass der Stein zerbricht. So! Hau, up! Hey, langsam! Gut. Das Tuffgestein der Beller Ofenlei war von besonders vielen Rissen durchsetzt. Größere Tuffsteinblöcke konnte man daher nur in den unteren, einheitlich anstehenden Gesteinsschichten gewinnen. Um einen besonders großen Block abzubauen, holten sich die Ofenbauer Hilfe aus den angrenzenden Parzellen des Bruchs. Diese waren von der Gemeinde oder privaten Eigentümern an andere Ofenbauunternehmen oder Familienmitglieder verpachtet. Der Abbau des mehrere Zentner wiegenden Tuffsteinblocks erfolgt wieder im Keilverfahren. So,
Das Unterlegen eines Holzstücks verstärkt die Hebelwirkung der 1,50 Meter langen vierkantigen Hebeisen. So, wir holen direkt die Antenne. Um den Stein aus der Wand lösen zu können, helfen zwei Ofenbauer an der hinteren Spaltrinne mit dem Hebeisen nach. Ein Zurückrutschen des Blocks verhindern sie, indem sie Holzstücke zwischen den Stein und die Wand setzen. Bis zur Gründung der Backofenbauerinnung in den 30er Jahren war das Ofenbaugewerbe ein sogenanntes wildes Handwerk, das keine organisierte Berufsausbildung kannte. Nach Einführung einer Lehrzeit erlernte man das Handwerk entweder im Familienbetrieb oder durchlief die Ausbildung bei einer der auswärtig ansässigen Ofenbaufirmen. Wo der herausgebrochene Block gesessen hat, ist deutlich die Risswirkung der Keile zu erkennen. 1976 existieren in Bell noch vier Ofenbaubetriebe, deren Meister die Steingewinnung und Bearbeitung von Hand beherrschen. Erst wenn der letzte Tuffsteinblock auf dem Grund des Bruches liegt, haben die Backofenbauer ihre Arbeit in der Ofenlei beendet. Vor der Laienhütte können sie jetzt mit dem Zurechtschlagen der Tuffsteinblöcke beginnen. Mithilfe des hölzernen Grubenkrans fördert einer der Ofenbauer die Steine an den oberen Rand des Bruchs. An der Laienhütte bearbeitet man jetzt die unbehauenen Gesteinsblöcke maßgerecht zu Ofensteinrohlingen. Sie müssen entsprechend ihrer Position im Gefüge des Ofengewölbes verschieden geformt sein. Mit einer hölzernen Stange, die am oberen Ende des Grubenkrans beweglich befestigt ist, ziehen die Ofenbauer den Block über den Rand des Steinbruchs auf den Vorplatz der Laienhütte. Da sich der Block wegen seines Gewichts am Windenseil dreht, erfordert das Hereinholen und Ablassen viel Geschick und Vorsicht. Für den Abbau der Tuffsteinblöcke und das Rüsten der Backofensteinrohlinge für einen Ofen benötigt ein Ofenbauer ungefähr 14 Tage. Der am oberen Rand des Steinbruchs fest installierte Grubenkran stammt aus der Zeit um 1920. Bis in die Mitte der 50er Jahre nutzten ihn die Backofenbauer für die Arbeit im Steinbruch. Für die Dokumentation des Backofenbauerhandwerks wird er noch einmal eingesetzt. Die Tuffsteinblöcke wiegen zum Teil mehr als eine Tonne. Für den Transport vom Grubenkran bis zur Laienhütte sind mehrere Männer nötig. Gut.
Die Beller Backofenbauer errichteten ihre Öfen hauptsächlich im Rheinland. Jeder von ihnen hatte in der Regel sein abgesprochenes Verkaufsgebiet, die Streich. Die meisten Ofenbauer arbeiteten als selbstständige Meister, während einige wenige bei auswärtigen Firmen beschäftigt waren. Dadurch, dass sich Ofenbauer aus Bell auch in größeren Städten niederließen, verbreiteten sich die sogenannten Beller Öfen im In- und Ausland. Jawohl. Komm schneller, Junge. Klopp, noch schneller. Komm, wenn ein Apparat der Bock sein. Komm, aus. So, jetzt bremst. Ganz ab. Die Ofenbauer schlugen die Rohlinge im Frühjahr meist auf Vorrat. Bei Bedarf konnten sie die verschiedenen Steine, die sie zum Aufbau eines Backofens brauchten, auch von der Baustelle abrufen, wenn sie während des Sommerhalbjahrs unterwegs waren. Mit einer Lehre, einem Holzrahmen von 60 cm Breite, zeichnet man die Größe der späteren Herdplatte auf dem aufgespaltenen Tuffsteinrohling an. Die Platten waren in der Breite genormt, während sie in der Länge bis 90 cm und mehr differieren konnten. Mit der Flecht, einem speziellen Werkzeug für die exakte Oberflächenbearbeitung, schlägt der Ofenbauer entlang der angezeichneten Linie eine Spaltrille, um das unbrauchbare Ende des Blocks abzutrennen. Währenddessen zerlegt der zweite Ofenbauer einen weiteren Block mit Hilfe der Spaltkeile. Er gewinnt Tuffsteinstücke zum Anfertigen der Gewölbesteine des Ofens. Durch Abklopfen mit dem Wetzkopf prüft er, ob sich im Stein Hohlräume verbergen, die mit natürlichen Ablagerungen gefüllt sind. Sind solche Stiche vorhanden, rappelt der Stein, wie die Ofenbauer sagen. Entsprechend dem Verlauf der Stiche zerlegt man den Stein. Viel Erfahrung ist nötig, um die Trennlinien genau anzusetzen. Vor der Oberflächenbearbeitung müssen die Platten Seiten geglättet werden. Die Backofenbauer bearbeiten die Tuffsteinrohlinge vor der Laienhütte in verschiedenen Größen und Formen. Dadurch ist vorbestimmt, wo die Steine später beim Setzen des Ofengewölbes benötigt werden. Der Ofenbauer legt zunächst die Umrisse eines Gewölbesteins mit der Flecht fest und trennt die überflüssigen Stücke gezielt mit dem Wetzkopf ab. Das Zurichten der Tuffsteinblöcke von Hand mit Flecht und Wetzkopf war schon in den 50er Jahren dem Einsatz moderner Maschinen gewichen. Zur Ausbildung des Ofenbauers gehörte nicht nur der Abbau, sondern auch die Bearbeitung der Tuffsteinblöcke. Für die Dokumentation zeigen die Männer noch einmal die alten Techniken.
sich die scharfen Seiten der Flecht schnell abnutzen, müssen sie immer wieder geschliffen werden. Zu diesem Zweck ist ein Sandsteinschleifblock in der Nähe der Laienhütte fest installiert. An den Seiten des Blocks wird die vorgesehene Oberkante der Platte markiert. Ja, man hat nicht oben rund. Noch jetzt, stopp. Halt. So ein bisschen, wa? So ein bisschen. Jo. Jo. Das gut. Gut. Ja. Zwei. Zum Markieren der abzutragenden Fläche dienen zwei Holzlatten. Diesen Vorgang nennt man Übersehen. Ja. Schön. Mit Wetzkopf und Krödel trägt der Ofenbauer die gesamte Fläche mit senkrechten Schlägen bis auf die angezeichnete Tiefe ab. Der Kopf des Krödels besteht aus mehreren flachen, unterschiedlich langen und spitz zulaufenden Eisenstiften. Dieses Werkzeug eignet sich für die Grobbearbeitung größerer Steinflächen. Da das Tuffgestein direkt nach der Gewinnung im Steinbruch bearbeitet wird, behält es seine natürliche Feuchtigkeit. Es ist noch grün, wie die Ofenbauer sagen. Da es jetzt weniger spröde ist als im trockenen Zustand, lässt es sich besser bearbeiten. Die Unebenheiten auf der Unterseite der Platte trägt der Backofenbauer ebenfalls bis auf das gewünschte Niveau ab. Nachdem die Form der Platte schließlich herausgearbeitet ist, kann der Ofenbauer die Unebenheiten der Flächen beseitigen. Ja, man packt das ja dann. Ich packe das allein nicht. Früher wird die auch kleiner. Während die Steine lagern, trocknen sie und verlieren für den Transport an Gewicht. Ein, zwei, hopp. Und ein bisschen. So und wieder. Die Auftraggeber der Öfen bezahlten das Material stückweise. Dazu erhielten die Ofenbauer Verpflegung und Unterkunft während des Ofenbaus, der im Durchschnitt eine Woche dauerte. Beim Zerlegen der Tuffsteinblöcke versuchten die Ofenbauer zuerst, die größten Ofenbauteile, die Herdplatten, herauszuarbeiten. Mithilfe zweier Latten zeichnet man die seitliche Begrenzung der 9 bis 10 cm breiten Herdplatte an. Zur Orientierung wird die eine Latte in die unten liegende Begrenzungsrille eingeführt. Die Breite der Latte entspricht hierbei der Dicke der Herdplatte. Zum Abtrennen der Tuffsteinplatte wird zunächst eine Begrenzungsrille in den Block geschlagen. Damit auch hier die Kimm möglichst tief wird, setzt der Ofenbauer die Schläge mit der Spitz schräg an. Nur so kann er die nötige Tiefe der Spaltrille erreichen. Beim Setzen des Backofens fügen die Beller Ofenbauer mehrere Herdplatten zu einer Backfläche zusammen.
Bevor der Ofenbauer die Platte mit gezielten Schlägen vom Block abtrennt, schichtet er Steine übereinander, die den Fall der Platte auffangen sollen. Da der Stein die Eigenschaft besitzt, an der schwächsten Stelle zu reißen, löst sich die Platte mit einem senkrechten Riss von oben nach unten. Komm, fang an. Ja. Oh, hopp, hopp. Ja, okay, weit langsam. Pass auf, Finger fast, Knochen fast. Gut. Die Bearbeitung der gebrochenen Gesteinsblöcke hat sich seit den 50er Jahren grundlegend geändert. Die Rohlinge werden in das nahegelegene Steinwerk nach Niedermendig gebracht und dort mit der Steinsäge in Scheiben zerlegt. Den Abschluss der Steinbearbeitung in der Ofenlei bildet das Glätten der Oberflächen und Kanten der Tuffsteinrohlinge. Kurze, schräg angesetzte Schläge mit der Flecht beseitigen die letzten Unebenheiten. Die Backofensteine werden entsprechend ihrer Verwendung beim Setzen des Ofengewölbes verschieden bezeichnet. So, der Spierstein wird quer über der Ofentüre in die Umwandung des Ofens eingemauert. Aus den Ring- und Täuschsteinen wird das Ofengewölbe errichtet, das mit dem Schlussstein geschlossen wird. So, da stellen wir es dabei. So, da machen wir den 340. Das hier war ein bisschen Holz mehr. Mal gucken. Die Ofenbauer stellen Schlussstein, Spierstein, Gewölbetäusch und Herdplatten zum Abtransport bereit. Um die bestellten Backöfen an den verschiedensten Orten zu errichten, bereisten die Beller Ofenbauer während der Sommermonate als ambulante Gewerbetreibende das Rheinland und die angrenzenden Gebiete. Das vorbereitete Baumaterial transportierten sie getrennt mit der Bahn oder einem Wagen zu den Ofenbaustellen.